Was für eine Metaebene. Ich sitze im Auto von Wolfsburg nach Bielefeld. Ja, ja, Bielefeld gibt's wirklich. Höre den neuen Podcast von Thorsten Ising und Kai Truhn in aller Offenheit. Auf einmal sprechen die über mich. Das ist mal eine ganz andere Geschichte. Aber dann fahre ich durch eine Autobahnbaustelle, beziehungsweise Verstau, und sehe, da liegt ein einzelner Schuh rum. Und ich frage mich, was macht denn dieser Schuh da? Und in dem Moment spricht Thorsten Ising mit Kai Truhn zusammen über Schuhe, die einfach so herrenlos auf der Autobahn liegen. Muss man herrenlos jetzt eigentlich auch gendern? Die nächste Frage für Thorsten und für Kai. Kleiner Scherz. Und dann sagt er noch, soll uns einfach einer der Autoblogger, Jan oder Jens, erklären. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die Idee, dass man die einfach beim Raushalten aus dem Fenster verliert, die glaube ich nicht, denn dann würde ich die im Freizeitpark ja auch andauernd verlieren. Habt ihr vielleicht eine Antwort? Warum liegen Schuhe auf der Autobahn? Schreibt uns das doch mal gerne hier in die Kommentare und hört den Podcast. Ciao, euer Jens.